Lokali True und willkommen zu DIYs aus Merch von YouTubern. Ich muss sagen, ich bin echt selten so aufgeregt vor einem Video gewesen wie vor diesem hier. Ich habe auch ein bisschen Angst vielleicht. Ihr wisst, ich habe selber 4 Merch-Drops mittlerweile schon rausgebracht und darüber bin ich halt mega froh. Und ich weiß, wie viel Arbeit und Planung und Liebe und Ideen in solchen Produkten drinstecken, bis sie dann tatsächlich auf der Webseite erscheinen. Und dieses Video soll auch gar nicht heißen, dass die Merch-Produkte, von denen YouTuber nicht gleich zeige, dass die irgendwie schlecht sind und ich die deswegen verbessern will. Gar nicht. Ich finde die alle richtig, richtig gut. Aber ich dachte mir, ich liebe Merch, ich liebe DIYs und warum verbinde ich das nicht mal in einem Video? Beziehungsweise die originale Idee habe ich von Law DIY aus Amerika. Sie hat es schon mal gemacht und ich fand es so eine coole Idee, dass ich das auch hier in Deutschland mal machen wollte. Also habe ich mir Merch von ein paar anderen YouTube-Kollegen bestellt und da werden wir uns jetzt gleich dran machen und das so ein bisschen aufpimpen. Ich will nicht sagen verschönern, aber DIYs draus machen. Und bevor wir damit starten, kommt noch eine Videofrage heute von Hermine Lovegood. Könntet ihr im Europapark mitvloggen? Das wäre mega. Das ist eine richtig gute Idee. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber ich glaube, es wären 2 ultra geile Tage. Raffi hat mir das zum Geburtstag geschenkt, eine Übernachtung und dann am nächsten Tag auch in den Park. Von dem her, schreibt mir mal bitte den Achterbahn-Smiley in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Wenn da genug Kommentare sind, dann mache ich es auf jeden Fall. Ich freue mich schon mega drauf. Genauso wie jetzt auf dieses Video. Also ich hoffe, es gefällt euch und mir auch. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß dabei und los geht's. Leute, let's do it. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass sich irgendeiner von diesen YouTubern dann gleich das Video anschaut und sich so denkt, Girl, was hast du mit meinem Produkt gemacht? Deswegen will ich mich jetzt wirklich anstrengen, aber auch so ein kleines Warm-up erstmal machen, um reinzukommen. Und deswegen starte ich mit meinem. Das hier ist das T-Shirt aus meiner neuesten Kollektion. Ich liebe das. Ich habe diesmal extra so einen Straighten Cut gewählt, dass man es in ganz vielen verschiedenen Größen auch anhaben kann. Und dass halt möglichst vielen Leuten auch steht und sie sich daran wohlfühlen. Ich persönlich liebe ja so einen geraden Schnitt, weil ich es dann auch Oversize tragen kann. Falls ihr euch auch eins holen wollt, in meinem Merch-Shop ist immer ganz unten auf den jeweiligen Produktseiten das letzte Bild eine Größentabelle. Da könnt ihr auch alles genau nachschauen und gucken, was ihr halt am liebsten für euch haben wollt. Aus diesem T-Shirt will ich jetzt ein Crop Top machen, aber so eins, was man wickeln kann mit so Cut-Aus. Ist auch gerade voll in und ich hatte irgendwann mal so ein Tutorial auf TikTok gesehen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch bei meinem. Dafür braucht man auch nichts weiter außer eine Textilschere. Schritt Nummer 1, man muss die Mitte, die frontale Mitte finden, deswegen falte ich das jetzt einmal so in der Hälfte durch. Das sagt ihr übrigens zu meiner doppelten Kameraeinstellung. Ich hoffe, das wird so gut, wie ich es mir gerade vorstelle. Das heißt hier Kante auf Kante und dann kann man hier in der Mitte einmal richtig fest so drüber streichen, damit sich da gleich möglichst ein Knick abbildet, der, wenn man das T-Shirt dann wieder aufklappt, die Mitte markiert. Es hat echt funktioniert, voll gut. Hier ist er. Hier schneidet man das T-Shirt dann ein. Das ist der gruseligste Moment seit langem für mich. Aber ich vertraue in mich, das wird gut. Oh Gott, ich zitter glaube ich ein bisschen. Okay, und das macht man aber nicht bis ganz nach oben, sondern nur so weit, wie man das Crop Top haben möchte, was ich mir jetzt vorher natürlich nicht abgemessen habe. Oh mein Gott, Cassie, warum bist du so? Ich mach's mal bis hierhin. Regel Nummer 1, erstmal ein bisschen kürzer gehen und dann nachschneiden kann man später. Andersrum geht's schlecht. So einen Schnitt macht man jetzt auch jeweils links und rechts hier hinter der Naht, bis auf die gleiche Höhe von dem mittleren Schnitt. Entschuldigung, ich filme hier, Myla. Und dann der Schnitt noch auf der anderen Seite, hinter der anderen Naht. So, dadurch haben wir jetzt 2 Klappen. Einmal hier und das gleiche noch auf der anderen Seite, die dann möglichst beide gleich hoch sind. Und die Rückseite, das ist quasi noch das andere Teil hier, das schneiden wir jetzt einmal komplett ab, weil das brauchen wir nicht. Das soll ja ein Crop Top werden. Hier ist ein Stück meines Merch-T-Shirts. Bitte lass es gut werden. So, und damit die Enden oder die Nähte, damit wir die nicht umnähen müssen oder so, ist immer der Tipp, ganz einfach hier so dran zu ziehen. Und dann rollt sich das T-Shirt so ein und dadurch sieht es auch nicht nach abgeschnitten aus, sondern nach einem coolen Rand, der sich halt so ein bisschen wellt. Aber das ist ja schön. Jetzt geht es aber noch an den letzten Schritt und zwar an diese 2 Fetzen hier vorne. Die werden gleich unsere Wickelbänder werden, aber nicht so rechteckig, sondern dreieckig. Und deswegen muss man die jetzt noch mal ein bisschen zuschneiden. Body. Oder ein Halloween-Kostüm. Nein, es soll jetzt so aussehen. Diese 2 Dinger hier, die benutzt man jetzt, um sich das um den Bauch zu wickeln, hinten zuzumachen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das getragen aussieht. I'm very excited.
hier nochmal das T-Shirt ganz normal vorher und nachdem ich es zugeschnitten habe, sieht es so aus. Man nimmt sich dann diese zwei Bändel, überkreuzt vorne am Bauch, führt sie nach hinten zurück und dann macht man einfach einen Knoten drauf. Et voilà, fertig ist das DIY Crop Top. Leute, wie gut sieht das aus? Ich finde den Style so schön da vorne, auch gerade vorne an der Brust, wie sich das so überlappt und hinten das kleine Cutout. I love it. Oh mein Gott, ich finde es so schön. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, wenn man Merch hört, dann denkt man immer nur an Hoodies, T-Shirts oder Popsockets vielleicht, so die typischen Fanartikel. Ich mag den Namen gar nicht, aber so nennt man es ja auch oft. Aber es gibt natürlich auch YouTuber mit eigenen Produkten, die vielleicht ihre eigene Brand so richtig auch darstellen. Ich finde, ich habe auch ein paar, zum Beispiel meine Bleistifte oder mein Timer, Bullet Journal und so weiter. Also das sind so eher Produkte. Irgendwie, ich finde es auch schwer, das zu definieren. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so als Merch definiert. Aber alles, was YouTuber rausbringen, sind auch ihre eigenen Sachen. Und dazu gehört zum Beispiel auch diese Tasche hier. Und zwar von Luisa Creschen. Sie ist einfach die Make-up-Queen hier in YouTube-Deutschland. Ich schaue mir super gerne ihre Make-up-Tutorials und Tipps an, um einfach mir ein paar Informationen abzustauben. Und ansonsten folge ich noch auf Instagram. Da feiere ich mega ihren richtig ehrlichen Content. Sie ist einfach so real and we love that. Ansonsten hat sie ihren eigenen Shop. Da verkauft sie Make-up-Produkte wie zum Beispiel Pinsel, Abschminkpads, Christine den Highlighter, ebenso wie die Full-Face-Bag, die ich mir jetzt für dieses Video bestellt habe. Und da vorne drauf ist ihr Markenlogo auch eingeprägt. Also das ist so Fake-Leder. Top. Und dann eben Crash eingraviert. Und ich dachte mir, das könnte man richtig gut nochmal ein bisschen mehr betonen. Und zwar habe ich mir nämlich bei Amazon solche Nieten hier bestellt. Die sind Gold. Und obendrauf sind so kleine Kristalle, was ich richtig schön fand. Und die würde ich mega gerne hier in die Einprägung hier aufbringen, sodass es nachher gar nicht mehr eingeprägt aussieht, sondern eben aus den Steinen besteht. I hope it works. Und ich habe dafür zwei Varianten, wie ich das befestigen könnte. Beziehungsweise die Löcher da reinbekomme dafür. Einmal mit dem hier. Das ist ein Körner. Geht zum Baumarkt. Hier eine Spitze, da auch. Und dann könnte ich das so durchrammen. Klingt brutal. Ist es wahrscheinlich auch. Oder mit einem Bohrer. Da habe ich so ganz kleine Aufsätze gekauft. Raffi denkt, der Körner funktioniert besser als der Bohrer. Deswegen trauen wir seinem Fachwissen. Und es ist quasi einfach das Prinzip, aufsetzen und dann durchdrücken. Ich habe da drunter übrigens eine schnittfeste Unterlage. Oh, ist es durch. Krass. I'm sorry, er hatte recht, wie immer. Er hat echt immer recht. So, okay, dann nehme ich mir jetzt eine von den Nieten. Okay, sie ist durch. Und dann hier haben wir die Rückseiten jeweils dazu. Und die jetzt von hier innen einfach dagegen drücken. Und das ist so ein Clip-Mechanismus. Klack. So. It works! Ich habe meine Tasche gepierst. Meine Unterlage hat auch Löcher bekommen. Shit! Haben wir Holz als Unterlage? Krass, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding wirklich so spitz ist, beziehungsweise dass ich so viel Kraft habe, dann den Deckel hier auch durchzudrücken, weil das ist eben dieses Kunstleder und dann kommt nochmal innen so eine Beschichtung. Also Props an meinen Bizeps. Und dann das. Until the very last hour, we still got a few more days to slay. It's gonna get so. Whew, I did it! Leute, das war der letzte. Das hat mich jetzt so circa 35 Minuten gedauert. Aber ich muss sagen, das Ergebnis hat sich gelohnt. Es sieht so geil aus. Guckt euch das an. Wow, Myla, schau mal. Die Tasche war ja vorher schon mega schön, aber so sieht es einfach nochmal ein bisschen extra aus. Es muss einem gefallen, aber sowas muss man auf jeden Fall stehen. Aber ich liebe alles, was glitzert oder irgendwie funkelt. Und deswegen ist es genau mein Ding. Ich muss sagen, ich finde die Qualität von diesen Nieten auch mega gut. Also falls ihr damit auch irgendwas anstellen wollt, sei es Rucksack, Gürtel oder Oberteile aufpimpen, dann schaut mal in die Infobox, da habe ich sie euch verlinkt. Und mir, muss ich echt sagen, gefällt die Tasche so mega gut. Ich hoffe, Luisa, falls du das siehst, dir auch. Seid ihr fertig? Kuscheln. Der Sommer rückt näher. Mittlerweile haben wir richtig tolle Temperaturen draußen und deswegen will ich mit dem nächsten Oberteil auch etwas sehr Sommerliches anfangen. Und zwar ist das von Xlater. Ich kenne sie sowohl von YouTube, aber auch auf Instagram. Da schaue ich super gerne ihre Stories. Ich finde sie mega abwechslungsreich und sie einfach total sympathisch
Und ihre Bikini-Fotos sind Goals. Ich versuche mich damit ein bisschen zu motivieren, vielleicht auch mal ein bisschen Sport zu machen, aber ich schaue mir hauptsächlich gerne ihre Stories an. Aber ich bin mir sicher, ihr kennt sie auch alle selber, denn sie hat auch, ich glaube, 1,8 Millionen Abos auf YouTube, also richtig verrückt. Und es sei ihr gegönnt, genauso wie mit ihrem Merch. Das hier ist ihr Oberteil oder eins ihrer T-Shirts. Sie hat mehrere. Ich finde es ein total schönes Babyblau. Ich liebe diese Farbe. Hier vorne steht Angel Energy drauf. Und auf der Rückseite haben wir nochmal ihren Namen. Beides aufgedruckt. Das T-Shirt ist eher so im Girly Cut, also sehr figuranschmiegend geschnitten. Und ja, sieht einfach schön getragen aus. Aber aus diesem T-Shirt möchte ich jetzt einen Neckholder-Top machen. Dazu starten wir auf der Unterseite des T-Shirts. Ich habe mir das jetzt hier schon mal markiert. Ihr messt euch einfach die Höhe ab, wie ihr das T-Shirt eben gecroppt haben möchtet. Also natürlich kann man es auch so lassen, aber bei Neckholder-Tops kenne ich es so, dass die immer ein bisschen gekürzt sind. Deswegen habe ich mir hier 12 cm über den Bund eingezeichnet. Den Rand hier unten stretche ich jetzt so ein bisschen, dadurch rollt er sich ein und ich finde, es sieht irgendwie viel hübscher aus. Dann geht's weiter hier oben. Und zwar muss man im nächsten Schritt nämlich die Ärmel abschneiden. Dazu macht ihr einen Cut, jeweils links und rechts von dem Kragen bis runter zur Achsel. Die Linien, die ich hier eingezeichnet habe. Auch hier stretche ich jetzt die Ränder jeweils so ein bisschen. Und dann geht's auf der Rückseite weiter. Um daraus einen Neckholder-Top zu machen, muss dieser Bereich jetzt nämlich verschwinden und deswegen kommt hier eine Linie hin von dem Saum bis zu dem hier. Hier hilft es auf jeden Fall sehr, wenn man sich die Sachen vorher einzeichnet, damit es nicht krumm wird. Und hier entlang dann abschneiden, allerdings nur auf der Rückseite. Also die Vorderseite bleibt dran, nur diese Rückseite nehmen. Dann klappt man das T-Shirt so auf und jetzt kommt dieser Bereich hier oben weg, also das Rückteil, also das Rückenteil, was wir gerade ausgeschnitten haben, einfach nochmal hier on top ausschneiden. This is what we have now. Von vorne sieht das T-Shirt jetzt so aus und von hinten so. Ich würde es aber da an der Rückseite auch noch binden können, damit es halt wirklich auch eng anliegt und man es ein bisschen auf die Figur anpassen kann, weil ich glaube, so wird es ein bisschen locker sein. Deswegen habe ich jetzt hier unten in der Mitte einen Strich eingezeichnet und das schneiden wir durch, damit wir dann eben zwei Bändel links und rechts haben, mit denen wir das T-Shirt auf der Rückseite verknoten können. Before ein sehr schönes T-Shirt und after ein sehr schönes Neckholder-Top. Leute, ich bin so krass begeistert, wie gut es funktioniert hat. Ich habe es zum ersten Mal ausprobiert und es hat einfach perfekt geklappt. Das ist so ein schönes Sommertop, echt richtig toll auf High-Waist-Jeans, so wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte. Und ich finde, jetzt kommt der Print nochmal viel mehr raus, weil er einfach mehr im Fokus steht. Also falls ihr irgendwelche Print-Tops habt, dann probiert es damit unbedingt mal aus. Weiter geht's mit Julia Beautix. Die muss ich euch auf jeden Fall nicht vorstellen, denn ich denke, jeder von euch kennt sie. Sie hat auf jeden Fall die meisten Abos von allen Leuten, die ich hier im Video habe. Wie viel sind es genau? 2,24 Millionen. Auf YouTube, oder? Ja. Viele Menschen, oh mein Gott. Sie macht auf jeden Fall richtig coole Challenges und sehr unterhaltsame Videos, die ich mir auch super gerne anschaue. Und ich kenne sie auch persönlich. Ich habe sie einmal auf einem Dreh getroffen. Wir haben 3 Videos zusammen gemacht für einen Kooperationspartner und da war sie auch genauso nett, wie ihr sie online wahrscheinlich auch kennt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, einen Teil aus ihrem Shop zu bestellen. Und zwar diesen Pullover hier, diesen Sweater. Wenn man den anschaut, dann weiß man schon, dass er mir auf jeden Fall gefällt, weil die Farbe und auch diese Batik-Optik oder dieses Washed-Design, das finde ich richtig cool. Hat hier vorne auch einen Aufdruck drauf, genauso wie auf der Seite am Ärmel, da steht ihr Name drauf. Der Pullover hat 60 Euro gekostet und deswegen will ich da jetzt nichts zu Verrücktes dran machen, sondern eine Sache, die ich schon sehr oft gemacht habe, wo ich weiß, dass es richtig nice aussehen wird. Und zudem gefällt er mir auch sehr gut, deswegen gibt es da nur eine kleine Änderung. Und dann immer wenn ich filme, kommt die Post. Vielleicht bestelle ich auch zu viel online. Oh ja, wie cool! Und wie passend! Passt auf, das muss ich euch jetzt kurz zeigen hier. Das hier drin, das hier ist ein Sample für meinen neuen Sweater. Aber der kommt erst zu Weihnachten dann, eventuell. Das ist jetzt mal das Probepullover.
Und zwar in weiß. Was für Teile. Leute, aber das wollte ich eh. Ich mache jetzt einfach eine kleine Umfrage. Würdet ihr generell weißes Sweater anziehen? Ist halt ein bisschen gefährlich mit Essen und so. Und im Winter weiß. War das mal oft ein bisschen blasser? Ich würde gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Ich finde es ja mega schön. Deswegen wollte ich unbedingt mal hier bestellen und mir den angucken. Aber schreibt es mir in die Kommentare. Was sagt ihr? Weißer Sweater im Winter? Bitte sagt ja, ich finde den so schön. So, hier geht's aber weiter. Ich wollte sagen, ich will den croppen, weil der ist schon ein bisschen länger und ich persönlich mag's, wenn die Pullover zum Teil ein bisschen kürzer sind, weil ich oft High-Waisted Jeans, oder eigentlich trage ich nur High-Waisted Jeans, und da passt es halt perfekt drauf. Deswegen schneide ich jetzt hier unten den Bund ab, aber damit es nicht komplett kreuz und quer ist, messe ich mir hier ein bisschen ab. Dazu markiere ich mir jetzt mal über den Bund hier links und rechts jeweils 7 cm. Dann eventuell noch in der Mitte. So witzig, am Anfang war ich so richtig scared, mit den Sachen irgendwas anzustellen und jetzt fühlt es sich schon voll normal an, hier drauf rumzumalen. Ich glaube, es war gut, dass ich zuerst in meinem geprobt habe. So, jetzt habe ich hier meine Stoffschere und ich schneide einfach jetzt möglichst mit gutem Augenmaß durch die Punkte durch. Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich den Bund dann später umnähen soll oder umkleben, eher gesagt. Ich kann gar nicht nähen. Oder ob ich den so lasse, weil das ist auch auf jeden Fall so ein Style, der auf jeden Fall in ist. Ich habe damit schon einige Pullover auch so zum Kaufen gesehen, dass sie halt einfach unten diesen franzigen Rand haben. Tada! Geschafft! Das brauchen wir jetzt nicht mehr, beziehungsweise ich habe gerade gesehen, dass sie hier unten auch noch so ein kleines Etikett von sich drauf hat. Und das will ich jetzt nicht wegschmeißen, deswegen trenne ich mir das jetzt noch ab. Und zwar mit meinem Skalpell. Jetzt einfach vorsichtig so an der Naht entlang. Das ging sehr einfach. Der Skalpell ist zu scharf. Um das jetzt wieder an den Pullover dran zu bekommen, kann man es natürlich nähen, aber wie gesagt, nicht mein Steckenpferd. Deswegen habe ich mir nachgeholfen mit Textilkleber, der auch waschbar ist. Und damit werde ich, glaube ich, auch den Rand hier noch ein bisschen verschönern, weil der sieht jetzt so aus. Ist auch cool, aber ich denke, es würde irgendwie bei dem Pullover besser aussehen, wenn ich den so nach innen umklebe und es dann eben so ein feinerer Rand ist. Das war das Sweater vorher und so sieht er nachher aus. Ich persönlich finde es richtig toll, weil mir an mir selber dieser gecroppte Schnitt irgendwie besser gefällt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich ein bisschen kleiner bin und ich habe das Gefühl, das schmeichelt mir mehr. Auf jeden Fall war der Pullover davor auch schon mega schön. Ist totale Geschmackssache, welchen Schnitt man am liebsten trägt. Aber ich croppe super viele von meinen alten Pullovern auch, damit sie einfach wieder neu sind. Also auch ein sehr cooles Upcycling-Projekt. Leute, es wird Zeit, mich zu outen. Ich bin Cassie, 28 Jahre alt und schaue sehr gerne Trash-TV. Und deswegen liebe ich auch die Videos von Annika. Annika Sion Sion. Oh mein Gott, excuse me, ich weiß nicht, wie man deinen Kanalnamen richtig ausspricht. Aber ich liebe deine Videos, die ganzen Reactions auf verschiedene TV-Programme finde ich so unterhaltsam. Und vor allem muss man sich dann nie das Original anschauen, sondern hat die Zusammenfassung mit gleichzeitig richtig lustigen Kommentaren. Also falls ihr auch gerne Trash schaut, dann klickt auf jeden Fall mal auf ihren Kanal, da werdet ihr nicht enttäuscht werden. Und das Witzige ist nämlich auch, dass Annika und ich uns zwar nicht persönlich kennen, aber wir haben dasselbe Merch-Management oder dieselben Partner, mit denen wir das zusammen umsetzen. Und deswegen weiß ich, dass auch ihr Merch eine echt gute Qualität hat und habe da zum ersten Mal was bestellt. Und zwar das Okay, Tschüss T-Shirt, ganz in weiß. Hier vorne hat es einen Aufdruck drauf und hat gekrempelte Ärmel, was ich immer sehr, sehr hübsch finde. Das ist auch ein bisschen länger geschnitten, ganz straight und ich habe Größe S da drin. Immer wenn ich so ein weißes T-Shirt sehe, dann wird in mir der Drang geweckt, meine Batik-Sachen auszupacken, was ihr wahrscheinlich auch schon in meinen Fingern erkennen könnt. Ich habe mir nämlich ein bisschen von meiner Lieblingsfarbe hier so einen richtig schönen Mint-Blaugrün hier reingefüllt und wollte damit das T-Shirt jetzt einfärben. Ich habe es schon mit der Farbe auch auf einem Hoodie mal gemacht, allerdings mit der ganz normalen Batik-Technik, die wahrscheinlich jeder kennt. Aber ich will heute mal die Ice-Tie-Dye-Technik testen. Dafür startet man wie gewohnt, nimmt sich das T-Shirt und rumpfüllt es so zusammen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist schon mal gut. Also hier einfach zusammenknitteln. So, ein bisschen kneten, als wäre das Teig. Und dann braucht man eine kleine Konstruktion. Bei mir besteht die aus einer Tupper-Schüssel und da drauf so ein Gitter, was eigentlich für die Mikrowelle ist, was wir aber noch nie benutzt haben. Deswegen ist es perfekt hierfür. Kommt hier rein.
Und da oben drauf dann das T-Shirt. Und dann braucht man einen Assistent, der einem Eiswürfel bringt. Wow, der ist da ja schon. Aus unserem Amazon-Video hat er mir diese verschiedenen Würfelformen geschenkt, was jetzt gerade sehr handy-dandy kommt. Und die legt man jetzt hier oben drauf. Kalt, kalt. Oh mein Gott, es klebt meinen Finger, es ist so kalt. Ah. Doch, Alter, Schatz, ich habe hier Probleme. Ich war einmal im Europa-Park und da hatte ich ein Eis gegessen, so ein Karetta-Eis, und es ist mir an der Zunge festgeklebt. Es war so ein heißer Tag, ich weiß noch ganz genau. Und ich hatte ein bisschen Panik, dass es nie wieder weggeht. Ah, echt so. Jetzt kommt die Farbe und die gibt man jetzt einfach über die Eiswürfel drüber. Ich habe mir ein paar Tutorials angeschaut und da wurde es immer richtig cool, weil das Besondere ist halt, dass die Eiswürfel schmelzen und dann die Farbe nochmal anders in das Textil so reinbringen. In das T-Shirt. Und ich habe jetzt hier extra die Farbe auch ein bisschen vorher verdünnt, weil ich hätte super gerne, wenn es klappt, einen pastelligen Look. Alrighty, that's it. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, bis das Eis seine Magic wirken lässt. Und in ein paar Stunden sehen wir dann das Endergebnis. Okay, tschüss als T-Shirt and hello new one. Es ist genauso geworden, wie ich es haben wollte. Einfach nur so ein Touch an Pastell da drin, damit es ja nicht mehr weiß ist, sondern so leicht blau, mintgrün. Ich finde es persönlich richtig schön. Und ja, Batik kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auch schon andere Videos dazu, also schaut ihr euch gerne an. Da kommt es auch noch mal ein bisschen mehr raus. Aber ich wollte hier nur so einen ganz leichten Touch haben. Halleluja! Leute, ihr glaubt mir gar nicht, wie froh ich gerade bin, dass ich nichts davon verkackt habe. Um ehrlich zu sein, finde ich die Sachen sogar alle richtig, richtig nice. Vor allem das hier. Also diese Wickeloptik gefällt mir so gut. Ich glaube, ich werde ganz viele von meinen alten T-Shirts damit noch aufpimpen. Ansonsten abonniert unbedingt meinen Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Schreibt mir auch super gerne in die Kommentare, welche YouTuber ich dann für dieses Videoformat hier auswählen könnte. Und ich würde sagen, da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute!